Moin YouTube, was geht ab? Willkommen zu einem neuen fabulösen Video hier auf diesem Kanal. Ich werde heute euch abchecken. Ich werde die Glow-Ups abchecken. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch verändert habt. Aber ich werde das natürlich nicht alleine machen, denn ich habe noch jemanden dabei. Warte, ich mache eine Transition. Sondern mit Tobias. Kennt ihr vielleicht. Großer Unternehmer und ja, keine Ahnung, Digga. Frag mich nicht. Okay, ja, ich habe das schon mal gemacht. Und ja, damit wir hier eine zweite kritische Meinung am Start haben, machst du mit. Ich bin extra hierfür eingeladen worden. Ja, ja, ich habe extra für das Format. So, erstmal vielen Dank an alle, die Einsendungen runtergeschickt haben hier unter den Tweet. Ich habe natürlich angefangen mit einer guten Vorlage. Ja, keine Ahnung, warum das existiert. Da habe ich eigentlich nur so aus Trollbild, weil es ein bisschen peinlich, wenn man es so. Ja, da fühlt sie sich. Nein, nur aus Joke habe ich gemacht. Guck mal, das ist ja ein hässliches Joke-Bild, Bruder, mit diese unscharf und die Haare so. Nein, Junge, ja, das ist aus Joke. Ja, sieht gut aus. Junge, okay. Einer sagt. Okay. Ja gut, okay, wir fangen an, würde ich sagen. Wir haben hier 478 Kommentare, also irgendwas muss ja schon dabei sein. Wir scrollen einfach nach und nach. Tamara. Tamara kennt man. Ich werde es bereuen, dass er es mit gepostet hat. Ja, ist das der neue oder der alte? Das ist das alte, ich finde es nicht mal schlimm. Bruder. Und das jetzt. Slang. Ja, doch. Aber ich finde, so viel anders ist das gar nicht. Die Brille ist weg. Ja, aber clean auch mit Tattoo und so, ist schon krass. Aber hier sieht schon echt nerdy aus, ne? Ja. Toll, Tamara. So, dann hier haben wir jemanden. Okay. Get on my level, Tito, das ist krass. Das ist crazy. Vom Monteviewer zum Fanboy. Das sieht man jetzt nicht. Hat er geschrieben. Ah, okay. Ach so. 7 Jahre, okay, das ist schon heavy. 7? Ich finde aber vom Gesicht her so gar nicht verändert, ne? Nö, nicht so viel. Ist halt auch Erwachsener. Ich verstehe das Zimmer nur nicht ganz. Das ist alles aus Holz. Das Zimmer? Das sieht aus wie in der Jugendherberge. Bestimmt irgendwo. Ja, so ein Little Glow-Up so. Und cool, dass du auch dazu stehst, dass du ein Fanboy bist. Das habe ich gesehen. Das Sylo, Mann, das ist bearbeitet. Ja, dachte ich auch. Nee, das ist nicht bearbeitet. Der sah wirklich so aus. Nein, das ist bearbeitet. Der sah wirklich so aus. Nein, der ist fett bearbeitet. Nein, guck mal. Digga, er hat beim letzten Mal. Oder er sieht. Nein, und so er hat gesagt, kann man aussehen, so sahst du auf deinem Vorbild auch bearbeitet. Aus. Du sagst, das ist doch nicht bearbeitet. Das ist bearbeitet. Schau Kommentare. Ja, Fitness. Nein, du willst mich verarschen. Ich habe letztes Mal auf dieses Bild reagiert. Alle haben gedacht, ha, die ist drauf reingefallen. Weiter, komm. Mod bei dir, wirst es kein Mod. Was? Losty hat sich geleakt. Wer ist Losty? Okay. Das ist übertrieben krass. Anzug sogar gecarried. Alter, du sahst aus. Ich hau diese Maus. Gib her, lass die Maus bitte auf. Alter, das ist ein krasses Glow-Up tatsächlich. Du siehst aus wie so ein Schauspieler hier mit diesen Anzug. Und so. Du siehst auch gleich aus wie ein Leichtmann. Nee, ist sehr cool. Ja, ist fresh. Ist aber sehr fresh. Komplette Gesichtszüge, ja, komplett alles verändert. Mensch, ne? Das ist richtig krass. Junge, das war safe halt auch noch in der Schule, was die ganzen Mitschüler. Haben wir damals so Körbe kassiert und jetzt deutscher Paul Walker, ja! Nee, gar nicht. Sag nicht ja, gar nicht. Google jetzt Paul Walker, mach auf. Doch, früher, wo er längere Haare hat. Digga, wo er längere Haare hat. Das war Martin damals. Das, ach okay. Krass, okay. Ich dachte jetzt, no joke, dass das so, weiß nicht, so mehr in die... Bruder, er hat dicke Glow-Up. Ja, ich dachte schon, es geht noch mehr so in diese Emo-Richtung, so Type. Aber das, du bist bestimmt Koch. Sehr also, fresh. Obwohl, nee. Aber sehr fresh. Besteht doch sehr gut die Klatze. Ah, Crowy. Und mittlerweile wieder Fat GGs, aber jetzt richtig rumgepostet. Ja, eine richtige Matte auf dem Kopf hier. Ja. Ja. Ja, der Jiggo-Bild, ne? Totes den Foto. Ich auch nicht. Sorry, Crowy, aber... Junge, nein, das ist genau so ein Foto. Nein, sehr auf Snapchat. Das ist so ein Snapchat-Foto. So, boah, Baby, schick mal Foto von dir. Ja, hier steht so, was machst du gerade? Haha, denk an dich. So, ja, weißt du, aber auch gut abgenommen, ja. Aber, bist du noch wach, kleine Bruder. Ja, aber crazy. Und bitte mal nie wieder fett. Ja, aber auch coole Jawline so bekommen. Jemand Flamm, jemand KNT, so Kontakt, kennst du? Ja. Kennst du das? Nee, ja, kann dir den Witz nochmal erklären. Spiegel. Wenn jemand Kontakt aufbauen will, dann schreiben die mal KNT. Zu gehen. Okay. Spiegelbro hat sich geleakt, oder ist er das? Ist das Spiegelbro? Ja, und das ist er jetzt. Ui. Oh, Maschine. Ja, man kann ja gar nicht so viel erkennen, aber jetzt so... Ja, man weiß vorher nachher nicht, weil die Frisur ist gleich. Aber schon, also vielleicht so einmal ein besseres Foto. Oder geh nochmal links. Man erkennt schlecht. Also, ist ein... Es sieht aus wie ein anderer Mensch im Kopf. Also Winkel auch von dem Bild. Ja, aber auch krasses Glow-Up. Sehr, sehr clean. Ja, es klingt sehr, sehr clean, ja. Aslaya, was? Das ist Aslaya damals gewesen? Das ist krank. Was? Also krass, nicht krank. Also, wir sind nicht fettphobig, aber ich wusste niemals, dass das Leia mal damals ein bisschen dicker war. Du bist ja nicht fettphobig, wenn man sagt dicker. Ja, ja, aber ich hätte niemals erwartet, dass sie das ist. Die hat den gefickt. Guck mal weiter und er schreibt, er ist nochmal ohne Schminke und Filter und die hat das nochmal drunter. Oder die hat den gefickt. Was? Und jetzt aber ohne Schminke und ohne Filter. Aber es sieht aus wie ein... Aber, nee, ist ja wahrscheinlich kein Filter. Aber ja, nee, das ist richtig schön. Die hat schöne Gesichtsfeatures. 2001 Jahr später, in einem Jahr. Ey, das sieht aus wie Niklas. Ja, Niklas. Ja, Niklas ist irgendwie friedlich, so mit, weißt du, mit so einem Lächeln. Ja. Okay, das muss jetzt krass sein.
Butz. Oh, oh, er war dick abgenommen. Stabil. Sehr dick abgenommen. Er ist noch cool. Sogar am Sweaten da. Aber richtig krass, in einem Jahr. Ich hab da immer so Respekt davor, ich wüsste nicht, wie das geht. Also so schnell fallen. Cool. Dranbleiben. Weiter durchziehen, Löwe. Na, aber das war wahrscheinlich Teil seines Progress. Aber das ist noch krasser. Das ist richtig heftig. Das Bild hier ist cool, finde ich. Das ist richtig nice mit dem Licht. Ja, frag ihn doch mal, ob du auch mit ihm da ein Bild machen kannst. Nein, Alter, ein Jahr, ist wie? Sehr krass. Digga, wie kann das zu dem? Aber du siehst, er hat gehasselt auf dem einen Bild, weißt du? Digga, was war das? Da war das Chef Strobel. Bruder, ich dachte, ich wollte gerade sagen, war das 2003 ist oder so? Bieber. Das ist aber Chef Strobel hat die geilsten Bilder von damit mit seinem kleinen iPhone Bruder, da. Es wie alt ist er so denn? Geil. Ist er schon 40? Das ist 31, glaube ich. Aber ist fresh. Ja, das ist das. Ja, ist schon geil. Chico, guck mal hier, so auf Fußballer gelehnt. Ja, so auf cool. Nee, der Strobel ist ein hübscher Mann, finde ich. Der will jetzt, dass so Frauen, guck mal, 14.000 Mal angezeigt, der will, dass so Frauen jetzt drauf ja, gehen. Ja, so. Das, ja, das war seine Chance. Jetzt so was? Stimmt, der war mit der Bravo? Dominik, doch. Ausgeflippt oder super cool? Oder ist das edited? Ist das edited? Hä, hey, voll geil. Mein Bruder hatte damals genau die gleiche Frisur. 225 Kilo. Okay, he's huge. Ja. Auf 106. Ja. Ja, Maschine. Ist so krank. Ich kann ja mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, wie das ist. Wie, schon ist heftig. Oh, jerky. Das ist jerky, ne? Wer, warte, wer? Das ist er jetzt. Das ist so krank. Okay. Das ist es auch seine so Freundin noch oder ist es eine andere Frau, die replaced? Das ist richtig krass. Jürgen hat. Ja, der hat er auch. Jürgen, ich war mit dem, da war ich 16 oder so, und da war er schon, keine Ahnung, 19, 20. Da war der schon im Gym und alle dachten schon, okay, krasse Transformation. Er wird immer breiter und größer. Digga, das ist crazy. Irgendwie auch, keine Ahnung. Es ist heftig. Sehr, sehr krank. Also, das ist echt. Aber da ist noch ein sehr, also auch, es sieht schon sehr jung aus, aber er hat doch noch, wo er älter ist, Bilder, wo du denkst, what the f. Das ist krass. Boah, Alex auch krass. Hier mit seinem Buzzcut damals. Ja. Wie er tryhard. Mach nochmal neu. Jawline. Mach nochmal links. Hä, guckt er da Alex, nach unten. Alex, du hast viel schlimmere. Ich kenne den John seit ich 13 bin oder so. Das ist richtig krass auch. You need so. Oh mein Gott. Du hast falsch rumgepostet. Das ist aber auch krass. Nein, das links ist vorher. Geh mal vorher. Nein. Mach. Okay, you need so vorher. Nice. Nachher. Boah. Dicke Glow-up. Maschine. Digga, wie breit ist dein Bein gewesen? Bruder. Junge, heftig. Ja, aber das ist schade, dass du nur so ein Foto vom Gesicht gepostet ja, hast. Mach am besten, schick ihr am besten Oberkörper frei in Gymbild, hä? Hä? Soll er am besten da schicken? Nein, sehr, sehr clean, Bro. Wirklich sehr, sehr clean. Oh mein Gott. Du siehst aus wirklich wie eine Assi-Mutti. Kinder, wir vorher machen einen Ausflug zum Teddy. Ihr dürft euch alle eine Sache aussuchen. Das ist wirklich geisteskrank. Lecker Bierchen. Und nachher. Okay. Ui, das ist Alter, krass. Was sind das für coole Haare? Das ist wirklich ein krasser Unterschied wieder. Alter, ich hoffe, was? Ihr Lebensstil hat sich auch geändert, dass sie keinen Bags mehr trinkt. Das werde ich so krass bereuen. Warum schreibt ihr das? Ist doch so geil zu sehen, was ihr für ein Mensch jetzt seid. Ja, aber Bags ist schon also Bier. Ja, aber der Unterschied ist ja heftig. Crazy. Aber cool, stell dir mal vor, du denkst so, ja, mein Kind, ach, schön. Und dann hattet ihr mal 5 Jahre keinen Kontakt. Auf einmal kommt sie so als Baddie wieder zurück, weißt du? Digga, keiner wird sie irgendwie wiedererkennen, ne? Das ist krass. Vorher, okay, ja. Ja. Nachher. Krass, boah, auch gut abgenommen. Krass. Digga, boah, er hat so richtige Vaterarme. Arme, ja, ja. Richtig so, cool. Ja, sehr, sehr clean. Da merkt man auch so den Stolz im Gesicht. Ja, kann aber sein. Kannst du stolz sein, Tiziano. Ja. Boah, sieht ein bisschen aus wie Abu Goku mit dem Bart. Was ist das für ein Bart? Der sieht so rund angeklebt aus. Es sieht aus wie der EM bei 2024. 10 Kilo in ein Jahr. Aber jetzt kommt's, so ich hab's aus schon gesehen. Boah. Boah. Chill mal mit deiner Reaktion kurz. Ein bisschen runterfahren. Okay? Ja. Aber sieht sehr clean aus. Richtig cool, fein Augenbrauen, ja, saftig, geil, knaftig. Ja, ja. Hä, das ist so krass. Bruder, wie kann das derselbe ich Mensch sein? Stell dir mal vor, er macht ein Jahr Auslandsjahr, seine Freunde spawnt einfach so wieder. Das ist wirklich die Definition Glow-Up für mich, sowas. Am Glow-Up arbeite ich noch? Ja. Ja. Was nicht ist, kann auch werden, ne? Ne, warte mal, sieht jetzt nicht sch*** aus. Okay, so auf... Koteletten auf, liegen auf Tisch fast unten. Und nachher. Ja. Ja, auch krass. Alter, wie männlich bist krass du geworden? Das war wirklich... Digga, da war so ein schüchterner, weiß ich nicht was. Ja, der ist hier Endboss, ja, wirklich. Krass. Crazy. Richtig heftig. Boah, das ist... Ich liebe es, die Leute, die wirklich diese Faded zeigen. Am Faded. Kennst du dieses eine YouTube-Video, wo einfach nur Faded 4 Stunden lang läuft? Sing mit dieser. Mann, halt dein Maul. Ja, auf jeden Fall erinnert mich das. Ich liebe das, wenn Leute in dieser Zeit irgendwie waren. Der Faded-Zeit, ne? Ja, und jetzt so cool. Ja. Toll. Auch Upgrade. Make-up auch dicker Upgrade hier. Von diesen. Na, weißt du was? Oh, du siehst viel fraulicher aus. Wunderschön. Cool. Boah, okay. Boah. Digga, auch krass anders. Krass erwachsen geworden. Ach, du solltest sehen.
Spaß, nein, Alter. Sehr krass alles geworden. Süßes Make-up aber auch, muss man hier sagen. Sehr cute. Hey, das ist Jana. Digga, ich glaube, Jana, kennt sie jetzt auch wunderschön. Digga, ich glaube, ich habe Jana damals, hat Jana damals irgendwas Social Media oder so streammäßig gemacht? Genau so, wie sie da aussieht, kenne ich übelst. Aber ich finde auf beiden voll hübsch. Ja, aber die hat, auch, die hat weniger Make-up gefühlt oder natürlicher oder so. Und Haare anders. Ja, kleineren anders. Eyeliner, natürliche das Haare. Das natürlicher ist cooler. Cooler, ja, cooler, wie oft, viel cooler. So noch hin und her? Hm? Welches findest du jetzt besser? Für was hast du dich entschieden? Für das? Nee, Jan ist richtig schön. Voll das süße Bild, aber Digga, das ist so alt. Was ist ein kleines... Oh, das ist Soltis. Ich habe Crush auch auf Soltis, sag ich ehrlich. Soltis ist richtig süß. Die hat ein richtig uniques Gesicht, finde ich. Ja, sieht sehr unique aus. Nee, wirklich. Wirklich, ne? Soltis ist Witz. Wirklich cool. Schön. Ja, das war kein Witz. Guck, Soltis ist so süß, Digga. Hier, guck mal. Die ist voll schön. Die, wie heißt das, was du immer sagst? Facial Features oder wie es heißt? Ja. Heißt das so? Ja. Hat die jetzt krass, schöne, ne? Ja, Auge, die hat, Nase, Mund. Ja, ja, das ist krass. Auge, Nase, Mund. Richtig geil. Boah, okay. Aber Angst, dass ich da keinen Glow-Up hatte. Doch, das ist das jetzt schon. Oh, okay. Digga, du dachtest das zweite. Du wolltest schon lügen. Du nein, ich wollte nicht lügen. Du lügst. Und viel krasser. Digga, viel das zweite hätte ich gesagt, okay. Ja, okay. Digga, warte mal. Digga, andere Bild. Junge, Compliment-Phishing. Sie sagt zu dem und dem, sie hat Angst, dass sie keinen Glow-Up hatte. Hatte ich keinen. Junge, wie süß sieht dein Gesicht aus, dein Lächeln. Total cute. Das ist so witzig, das seht ihr so in dieser Phase manchmal. Viel verschiedene Menschen. Real Talk. Ich dachte auch, das ist ein anderes Bild. Hä, hey, warte, guck mal, sie hat doch voll abgenommen. Ja, natürlich. Guck das mal an. Krass, geil. Junge, sie sieht aus wie ein Mond. Da. Ein Bild. Zwei Jahre her. Du hast Mond-Emoji in den Chat. Ja, okay. Der war komplett... Der war duschen. Also. Mit Head and Shoulders. Ja, schade, dass du dein Gesicht so auf halb machst. Aber cool, dass du Haare bekommen hast. Glückwunsch, Bro, für die Haare. Ich hab Angst, hier drauf zu drücken. Vollmond und Halbmond. Okay. Hallo. Hm? Hast du gecheckt? Ja, ja, ich hab gecheckt. Ja, aber warum lachst du nicht? Weil der war super witzig. Das ist sein Nachher. Nee, warte mal. Der Witz war super witzig von dem Kollegen hier. Ja, gerade. Ja, aber das ist sein Vorher. Ja. Du freust dich drauf, weil er Muskeln hat, ne? Okay, der hat ja. Okay, aber Ommel, weird. Digga, der hat krasse Muskeln. Chill mal jetzt. Aber ich check's nicht. Ich weiß, das ist so komisch bei Typen, ihr baut so schnell am Arm hier Muskeln auf. Digga, wir trainieren halt. Wir heben aber nicht nur zwei kleine Stöcke in die Luft und machen, ich war im Gym, post meinen Arsch in die Story, du nicht. Und dann sagen wir, oh, wir waren in Gym-Session, wir f***en uns in den Arsch im Gym. Ja, das machen wir. So ein Opfer. Junge, ich trainiere so krank meine Beine. Wann hast du letztes Mal deine Beine trainiert? Digga, ich mach gerade 2 Monate Pause. Ja, warum? Aber ich habe am Stück 3 Jahre lang meine Beine trainiert. Die werden nicht größer. Von Fett Lexo Prime zu... Warte ganz kurz. Sieht aus, als wäre er so bei Ultratalent bei Revi mit bei gewesen und hätte irgendwas in seinem Bett im Hintergrund gemacht. Ein bisschen aus wie ein Mädchen. Ja, weiter. Oh, zum Glück. Ja. Ja, auch sehr clean. Ja, yes. Die gucken alle stolz, die können auch stolz sein. Ja, ist cool. Krass, solche Fotos. Ich finde solche Fotos irgendwie voll witzig. Ich habe voll, du hast so ein Foto von dir. Wie, du hast so ein Foto von dir? Du hast also auch? Nee. 2-3 Jahre Unterschied. Krank abgenommen auch. Heftig. Wie kannst du von diesem Gesicht... Von rund, von Ball zu fresh. Der sieht ein bisschen aus wie so ein TikToker. So. Ja, 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 ja. Aber ist ja auch, guck mal, ist in TikTok-App gespielt. Der macht auch locker Tiki. Ja, warte mal, den kennt man bestimmt auch. Aber da kennt man wieder mehr sein altes Gesicht. Ja, stimmt. Stimmt, ne? Die Augen fallen. Jo. Okay, das ist richtig krass auch. Krasses Glow-Up. Auch komplett anderer Mensch. Heftig, ich würde gerne wissen, wie alt er da war. Ja, das ist ja cool, hätten die Jahre dazu geschrieben. Auch ja, cool, das Tattoo kommt hier richtig böse. Ja. Oh, okay, hübsch, aber das ist 1000-mal hübsch. Aber wie? Krass, dir Licht angemacht. Was laberst du? Das sieht so schön ja, aus. Ist viel krasser. Ja, ist bitte sag mir, du hast irgendwas bei dir machen lassen, weil ich glaube das nicht. Wie kann man so... Die Lippen sind größer. Oder Nase. Richtig schön. Okay. Tote Jacke. Junge, die Jacke. Das Kollegen ist, von mir meinte, ich soll reinschicken, weil er keinen Twitter hat. Ja, auch krass, cleaner. Aber Mittelfinger. Aber ey, richtig cooles, der hat so ein richtiges Model-Face. Mhm, aber krasse Haare auch. Chill mal jetzt, habe ich gesagt, okay. Bevor ich hier... Okay. Du hast den schönsten Model. Mach mal deinen Modelblick. Nein, nein, mach auf Ernst. Mach auf Ernst. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Krankes Glow-Up bei ihm hier, muss ich sagen. Haare krass geiler, weil das dieses ja, lockere das ist. Ist richtig heftig. Style geiler. Der hat, der hat hier so einen Reflektor gekauft, damit das so sieht ein Einweggrill bei Rewe aus. Und jetzt, boom, von Einweggrill zu Webergrill. Checkst du? Ja, ja, ist krass, krass. Okay. Auf Klassenfahrt. Ey. Ja. Ist das auch noch vorher? Ah ja, krass. Ja, erst das. Cool. Ja, aber sehr Haare. Viele Haare anders und Style. Das Bild ist cool. Ich fand, der Style ist richtig clean. Mit dem ja. T-Shirt, das mag ich voll. Das ist so ein bisschen dieser Skater-Look. Ja, viel besser. Guck mal. Und mit einer Gelb, das rockst du auch. Mit den... Toll.
Chill mal, Alle. Ich bin stolz auf euch, dass ihr euch weiterentwickelt habt, dass ihr hoffentlich so zufrieden seid, wie ihr seid und vielleicht noch werdet. Und ich finde es sehr cool, wenn jemand auch extrem viel abgenommen hat oder auch einfach vielleicht zugenommen hat. Extrem krass, dass er einen Typ gefunden hat. Wir können Teil 2 machen, Chat. Aber für heute ist sonst ein bisschen viel. Also YouTube, lasst ein Like da, Kommentare, bla bla bla. Tschüss.